Ich weiß nicht, also... das Spiel ist ja ab 6. Und es ist ja eindeutig nicht... Ah, das war dann wohl der richtige Knopf. Geschafft, Herr Amtmann. Na also, wie kurz hier? Ich bin mir sicher, dass ich den Kopf... Das ist doch... Das gibt's doch nicht. Wo ist denn diese mistige Apparatur jetzt schon wieder hin? Oppenbock! Ich bin noch hier, Sir. Ja, aber mein Diktiergerät nicht. Wenn mein Speicher nicht komplett besch... Dann überprüfen. Wie sie... Diesmal aber haben wir mit unserer Nachricht. Selbst die da... Ach ja? Das hier. Nun bin ich... Die Data ist verflixt. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in Ordnung, Herr Amtmann? Hört sich das so an, als sei alles in Ordnung? Oppenbock, Sie unverzeihlich. Aber Sie... Oppen ist schon gut. Welcher Knopf war gleich der für den Alarm? Der hier? Nein, der? Auch nicht. Wer soll sich bei diesem Lärm auch konzentrieren können? Hä? Geschafft, Herr... Ja, das hatten wir. Na, wie kommt's? Ja, ich bin mir sicher, dass ich den Code vom... Die Datasette liegt im Tresor. Der Code lautet 4437. Verflixt. Ich wusste doch, dass eine 7 darin vorkam. Der wird sein blaues Wunder erleben. Was zum... Alles in... Hört sich halten. Aber... Welcher Knopf? Der hier? Na... Auch nicht. Wer soll... Das hatten wir doch. Hä? Bin ich vollkommen schon... so, raus. Ja, aber dann entdecken die mich doch. Ich kann nichts machen, außer den Alarm ausmachen. Ah, und jetzt habe ich keine Maus. Geschafft! Na, wie konntest du... Ja, wenn ich das... Ich bin mir sicher... Guck, ich kann mich jetzt nicht bewegen. Die Datasette liegt... Verflixt! Ich wusste doch... Ja, das ist falsch, das wissen wir. Aber sie... Aber schon gut. Welcher? Das hat... Der, hä? Wer soll... Ah! Geschafft! Na, wie... Ich bin... Das geht... Ab... Ja! Dann über... So. Ich fühle... Die Datas... Jetzt! Oder? Weil dann suchen die hinterm Schreibtisch und ich kann... Danke! Ma! Die Datasette befindet sich mit 98%iger Wahrscheinlichkeit direkt hinter Ihnen. Boah, ne? Dieser ja? Moment, wenn ein und Spiel, was für Sie Sechsjährige ist, für, wo das ich für Sechsjährige, Wolken, dich einfach überfordert. Ja. Nun bin ich aber...
wenn Sie mich jetzt nicht mehr brauchen. Ja, verschwinden Sie. Weggetreten. Boah, ne? Manchmal verzweifle ich an meinem eigenen Verstand. Sie ist hinter den Schreibtisch gefallen. Oh, das wäre ja nicht das erste Mal. Am besten schaue ich sofort nach. Der schaut ja richtig geil nach. What the fuck? Warte. Rechts ist Argus, verkleidet als Klitus. Mitte ist Klitus und wir sind Rufus Rufus. Also Nee, Moment. Verdammte Kiste! Nice! Bei diesem Lärm kann doch kein Mensch arbeiten! Hoppenbott! Boah. So wurde schon wieder dieser jämmerliche Alarm ausgelöst. Ich weiß es nicht, Herr Amtmann. Worauf warten Sie denn noch? Schalten Sie ihn aus! So, jetzt aber. Wie war das nochmal? Ach ja, Goals Geburtstag. 4473. Nein, warte. Nicht Goals Geburtstag. Ach ja, das war ja auch nicht Goals Geburtstag. Zum Glück konnte... Die auf. Sneaky, sneaky. Ja, sneaky, sneaky. Aber was machen wir jetzt? Schau, damit? Da ist noch ein Rebell. Los, schnapp ihn dir. Oh oh. Wo ist er hin? Wo ist wer hin? Hier ist eben ein Eindringling reingelaufen. Moment mal, da kauert doch jemand. Hey, du, komm sofort da raus. Wird's bald oder muss ich dir Beine machen? Was? Herr Amtmann, sind Sie das? Natürlich bin ich das. Wer denn sonst? Sehen Sie zu, Mann. Ihr Kollege braucht Hilfe mit diesem Eindringling. Sehr wohl, Herr Amtmann. Jungs, mein Gehirn schmilzt gerade. Ich bin überfordert. So. Die Zeit ist abgelaufen. Das war's dann wohl, Rufus. Hä? Warum ist die Zeit abgelaufen? Das scheiß Hochband ist doch nicht hoch. Was zum... Nice. Aua. Komm ich ungelegen? Ganz im Gegenteil. Wir waren gerade dabei, die Kanone auszurichten, um Elysium ein für alle Mal vom Himmel zu pusten. Bitte was? Hast du ich das hoffe, vermasselt? Ich bin nicht der Einzige, der oh, Quattro, alter Ego. Ich habe ihm erklärt, dass das nicht nötig ist. Warum weil hat Doc du eigentlich so eine geile Frisur? Retten kannst, nicht ist er wahr? Zum Bett ist geworden? So gut wie erledigt. Nur zu. Ich bin mir sicher, das wird eine ganz große Nummer. Und ob es die wird? Schaut genau hin. Aber... Verbrennt ihre Zöpfe! Sägt ihnen die Beine kurz! Nein! Nein, das kann nicht sein! Das ist Donner! Ich sehe, dass es Donner ist! Wo ist Goal? Keine Ahnung! Und warum hatte Donner Goals Haarfarbe? Hermes! Bravo! Das war noch lustiger, als ich gehofft hatte. Aber genug gelacht. Wir haben ein Paradies vom Himmel zu schießen. Doc! Also jetzt, wir haben ein Paradies. Nein, stopp! Es ist zu spät, Rufus. Ich habe dir deine Chance gegeben. Und du? Hast das wieder hat doch gar nicht losgelegt. Na los, was will er eigentlich? Richte die Kanone aus. Es tut mir leid, Rufus. Wir haben keine Wahl. Keiner von uns will sterben. Aber genug jetzt! Öffnet das Kanonentor! Gut so. Ist die Munitionskammer geschlossen? Wupsi.
Das wäre ja fast schiefgegangen, was? Stopp, stopp, das könnt ihr doch nicht machen! Alles klar, ist denn hier wirklich niemand auf meiner Seite? Was schaust du mich so an? Warum sollten sie? Du hast uns ja bereits beeindruckend bewiesen, dass es keine andere Chance mehr gibt. Natürlich gibt es die. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen.